Der Marktplatz hat, glaube ich, nach wie vor noch die Funktion, wie er früher hier hat, dass man sich trifft, dass man schwätzt miteinander. Das kann man ja durch so schauen. Die Leute stehen beieinander in kleinen Grüppchen und schwätzen miteinander. Und ich bin da, mir gefällt es wahnsinnig gut. Man winkt einander, man ruft einander. Das hat, glaube ich, schon noch die Funktion, wie ein Marktplatz früher hier hat. Wahrscheinlich das Heiß von den Leuten hat anders ausgelagert als heute. Und die Situation ist schon so gewesen, dass sie dort gewäschen haben und heute nur waschen. Also es ist ganz sicher anders. Aber von der Geselligkeit her und vom Wert, dass man sich wieder trifft, ist es ganz sicher das Gleiche. Ich kann ganz sicher einen Marktplatz und einen Messepark nicht vergleichen. Ein Marktplatz ist ein Marktplatz und ein Messepark ist ein Messepark. Also ich finde, man kann nicht Äpfel und Bier vergleichen. Also, ich bin nicht der Bürgermeister und somit müssen wir es wahrscheinlich mit dem, was da draußen ist, abgehen. Aber ich finde ihn gut. Sie machen sehr vieles. Sie haben, glaube ich, indem dass sie viele Aktionen machen, eingesehen, dass sie ein kleines Grün vergessen haben. Aber sonst finde ich es gut. Früher war alles ganz alt. Alte Häuser, viele alte Häuser gewesen und so. Oder? Und die Häuser sind abgebrochen worden, die ganze alte. Das Rote Haus ist das älteste Haus da drüben, wo da steht. Das älteste. Sonst sind die Häuser weg, also was ganz Altes. Es hat sich alles geändert. Die Leute ändern sich auch. Hier noch Ausschnitte daheim aus dem Jahre 34 von meiner Mama. Schon vom Markt gestanden ist, oder? Und auch zur Kriegszeit. Ja, den Beruf mache ich seit dem Jahre 1964. Da war das Marktgelände nicht hier, weil da ist ja da der volle Verkehr. Das war ja Bundesstraße 1 und die einzige Kreuzung in ganz Europa mit einem Stadtpolizisten oder Drehleiter. Ja, verschiedene Sachen. Schläge ausgekriegt, weißt du? Von Besoffener so, was wo besoffen. Ich habe etwas Blödes gesagt, nur ein kleines blödes Wort, so aufgekriegt und so. Ja, sind halt wahnsinnige Leute, besoffen, was? Ja, da, so ein Marktplatz. Ja, das ist eine Art, ja. Hier sind da gewusst, wie es gewesen ist, in diesem Team habe ich es nicht gewusst. Ja. Man muss der Stadt Dornbirn ein großes Lob hier. Die halten noch zu uns. Es ist nicht die alte Gemeinde gleich. Die Leute haben sich schon so daran gewöhnt, an die Busse, dass so gute Verbindungen eine Sache. Oder dass es wirklich ein Saar ist. Granit ist ein Naturstein. Ne? Die kaufen der Stadt nicht verlangen, dass wir einen Holzboden hermachen. Das ist nicht der Mann. Ne? Dann spüre ich die Platten, wie das zieht bis an den Halsufer.
Das glaubt ja niemand, dass du dann schmerzt. Wie super kriegst du. Er geht durch den Rücken rauf, wenn du da rumkommst und einmal einen Stuhl anhockst, schläfst, oh Gottes Willen. Man muss es ausheben, aber nur noch bis Weihnachten. Und dann mache ich Schluss, ich kann noch machen. Wir nehmen es noch mal. Da kommen andere her. Ich höre auf. Uns hat also sicher die Fußgängerzone und der Marktplatz in dieser Form sehr, sehr viel Laufkunden kostet. Aber das heißt, dass man sich dann halt auf andere Kunden konzentrieren muss und die müssen jetzt ins Herrenlaufen, die kommen ja nicht, können nur mal herfahren, wie es früher war. Also man muss sich sicher umorientieren, aber das ist es, glaube ich, ganz gut. Und das ist schon, wenn man die Leute rundum anschaut von deiner Betriebe, die sind auch nicht negativ. Die werden auch alle nach vorn schauen und sind einfach eher so Kämpfernaturen, die einfach bereit sind sich dafür einsetzen, dass sie da am Marktplatz sind, was ja nicht nur Nachteile hat. Das ist ja wirklich, wenn ich jetzt ausgerufen bin, ich lieber da als wie am Messepark. Das Negative ist wahrscheinlich, dass die Mieten einfach immer noch ein bisschen zu hoch sind und dann werden sich die Unternehmer oder die Besitzer irgendwann halt einmal überlegen müssen, ob sie auch kommen und dadurch auch füllen und längerfristige Partner haben, nicht nur kurzfristige Partner, die zwar ein halbes Jahr pflichtfähig sind zum die Mietenzahler und so ist halt schuldig geblieben. Aber ich glaube, das wird sich auch lösen, wenn mehr Angebot da ist und das neue Bertolini-Projekt wird ja ein neues Angebot schaffen und die werden ja auch ganz sicher das Zeug vermieten bzw. verkaufen, das weiß ich nicht einmal. Dann werden sie sich mit der Summe wahrscheinlich schon überlegen müssen, wo sie stehen und dann müssen wo die anderen machen. Und es hat auch noch nie so viele leere Geschäfte in der Stadt gewesen, wie es jetzt momentan ist. Gastronomie, aber sonst richtige Geschäfte haben wir nicht mehr. Das ist natürlich durch den Messepark alle gestorben, oder? Und der Messepark ist natürlich der Anziehungspunkt Nummer 1. Und es wäre mal interessant, mit einer Stadträte oder mit dem Bürgermeister zusammen hocken und das einmal diskutieren und überhaupt einmal eine Diskussionsrunde machen. Weil sie das Allergeschätzte. Und ich bin jetzt am längsten am Marktplatz. Also wahrscheinlich am längsten überstanden, weil viele Geschäfte schon zugemacht haben. Irgendwie geht's. Aber wie es geht, das steht in den Sternen, oder? Also es müsste vielleicht ein bisschen mehr begrünt sein, oder? So setzen wir uns immer an, zu es eh viel. Oder gerade das Einkaufszentrum selber ist eigentlich immer etwas los, am Samstag speziell. Es ist halt so, wenn das Wetter nicht gut ist, oder? Speziell jetzt, dann mag niemand da rausgehen. Dann gehen sie halt im Messepark, oder? Weil dort sind sie überdacht und da kriege ich auch alles. Für mich ist der Markt Vormittag einfach kein Fehlen und ohne Stress. Das ist einfach einmal am Vormittag, wo ich frei habe. An und für sich ist das mein Stand. Das ist das Bestgemüse und das ist frisch, also gibt es wieder. Wir ab und zu gehen schon Cappuccino trinken. Das schon. Da gibt es einfach Kornmus und einen Kaffee. Ja. Meine Familie macht die Bäckerei am Marktplatz 175 Jahre. Der Markttag ist natürlich schon eine interessante Geschichte, weil sehr viele Leute da sind und es wird natürlich auch vom Inside Dornbirn, das ist unsere Gemeinschaft der Geschäftstreibenden am Platz, wird einiges gemacht in Richtung Belebung und ich glaube, es ist ein guter Standort, der beste im Land vielleicht. Ich glaube, Law beim Alter ist immer ein Einschlafen. Wichtig ist, dass man den Trend der Zeit erkennt und sich dem anpasst. Ich könnte mir vorstellen, speziell am Marktplatz, dass eine teilweise Überdachung die Lösung dafür ist, dass auch bei Schlechtwetterzeiten, wo ja doch ein bisschen die Flucht in die Einkaufszentren da ist, dass wir dort abfangen könnten. Und dann hätten wir beides. Beim Schönwetter haben wir sowieso einen Punkt vorne oder viele Punkte vorne und dort hätten wir dann beim Schlechtwetter auch noch etwas Positives. Und wenn man vielleicht gerade das Café schaut, also da ist jede Altersgruppe oder jede Berufsgruppe, wie man will, vertreten. Dieser Markt am Mittwoch oder am Samstag wirkt sich positiv auf unser Geschäft aus und natürlich auch positiv auf
Dornbirner Innenstadt, das ist keine Frage, das ist klar. Unsere Kundschaft ist sicherlich zum größeren Teil eine Stammkundschaft, aber seit wir da herum sind am Marktplatz, ist es für uns merkbar, spürbar, dass auch viel mehr Laufkundschaft bei uns natürlich ein- und ausgeht, und das ist positiv. Bei uns am Marktplatz im Herbst, Winter ist es natürlich ein bisschen trister als im Frühjahr, Sommer, wenn der Betrieb ist in die Gastgärten oder ich würde sagen, man muss vermehrt oder zusätzlich mehr Aktivitäten setzen. Also es muss was los sein, es muss sich was abspielen. Da. Schön, das, was los ist, verändern. Das sind Ideen, wo man aufbauen muss. Zurzeit hätte es eigentlich sehr gut in der Wirtschaft für uns. Ich denke, es sehr weiter so. Also viel anders aus meiner Sicht kann man nicht machen, weil es ist optimal. Es ist eigentlich eine heimatliche Stadt, wo die Leute aus der Umgebung kommen. Es ist sicher nicht die klassische Touristenstadt, wo man aber auch Wert auf den einheimischen Bürger legt. Oder? Und ich finde das was Schönes. Ein oder zwei? Eine. Zitrone eine? Ja. Die drei Hälfte. Alle? Ja. 24. So, jetzt so. Ja. Dankeschön. Sehr fiare, ich bin Marktstand Dornbirn. Und Donnerstag habt Lüstenauer auf 5 Jahre. Es sind immer Gemüsehandel gehabt. Hadlerstraße, großes Geschäft, neue Umbauen, nachher noch Lüste kommen. Alles zufrieden und alles kommt, Leute. So frische Ware da. Das ist selber transportieren, Stuttgart. Kommt eine große Halle. Woche dreimal fahrt dasselbe und den Abend. Nachher so frische Ware da. Einkaufen kommen da hin, Leute. Und wir kommen schauen, den interessieren Ware. Leute, so Marktstand, Leute, kommen Österreicher nur frische Ware interessieren. So lohnt Ware keine. Aber ich selber anschauen, das frische Ware da. Gell? Der Kloanlage mit der Klofrau. Das würde ich verändern. Es war sehr schön der Winter, aber jetzt ist ein Zustand. Ich weiß nicht warum. Letzten Samstag war ich drin, ich bin verschrocken. Es ist einiges zum Tun, ja. Und meistens nach dem Markt, wenn man da aufräumen muss, und sonst geht es eigentlich relativ ruhig zu.